Halt! Tu mir nichts an! Weißt du, ich bin nur ein Händler. Mir ist es egal, wer meine Waren kauft und wofür sie benutzt werden. Und wenn ich denen nicht verkaufe, was sie haben wollen, dann wird es sowieso jemand anderes tun. Und in dem Fall will ich natürlich lieber selbst derjenige sein, in dessen Taschen die Dukaten wandern. Du kennst ihre Geheimnisse. Erzähle sie mir. Vermutlich suchst du nach der Fürstin der Derwisch-Assassinen. Sie hält sich im Zentrum dieses Gewirrs von Gängen auf, in einem großen, runden Schacht. Aber bevor du sie aufsuchst, sei dir bewusst, dass sie eine gerissene Kämpferin ist. Und ich schwöre dir, sie beherrscht die Kunst der Hexerei. Bevor du also zu ihr gehst, solltest du mir nochmal einen Besuch abstatten und dich auf das Treffen vorbereiten. Zeig mir deine Waren. Los, beweg dich! Die Fürstin wartet! Dann wollen wir mal sehen, was die Fürstin zu diesem Spion sagt. Leon! Was zum Teufel? Wer bist du? Ich bin das Letzte, was du in dieser Welt sehen wirst. Wohl kaum! Schon. Los, verschwinde von hier, schnell!
Warte, Schwester. Ich habe noch was für dich. Du bist also die, nach der wir im Dorf gesucht haben. Du bist weit gekommen. Für jemand, der nie die Kunst des Tötens gelernt hat. Ich lerne schnell. Aber vielleicht nicht schnell genug. Das sind starke Worte. Also, wer bist du? Oh, wo sind meine Manieren? Ich bin die Meisterin der Derwisch-Assassinen. Und du bist das Ziel meines Auftrages. Also bist du der untote Fürst, den ich besiegen muss, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ja, ich mag untot sein, aber ich bin erst der Anfang. Ich bin höchstens der Torwächter. Mein Meister ist dein wahrer Feind. Es ist wirklich schade, dass du ihn nie kennenlernen wirst. Zumindest nicht mehr in dieser Welt. Denn jetzt werde ich meine Mission abschließen. Mein Meister wird sehr zufrieden sein. Denn nun, da die einzige verbleibende Bedrohung beseitigt ist, wird uns niemand mehr aufhalten können. Dein alter Orden wird hier sein Ende finden. Ich lehre meine Assassinen schnell zu töten, aber für dich werde ich mir ein wenig Zeit lassen.